Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Rivals-Serie, die Semifinals. Es geht wieder gegen die Contenders zum fünften Mal. Eine 3-Sterne-Herausforderung. In dem Drive, der jetzt vor uns liegt, dürfen wir nicht mehr als 30 Yards zulassen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir nicht mehr als 25, beziehungsweise wenn wir sogar nicht mehr als 20 Rushing Yards, da liegt die Betonung drauf, zulassen. So, dann schauen wir uns mal die Konstellation an. Es steht unentschieden 7-7. Die Contenders haben einen ersten und 10 an der eigenen 25-Yard-Linie. Im ersten Quarter 2 Minuten 40 zu spielen. Ich würde sagen, dann verteidigen wir doch mal in einer ganz klassischen Man-to-Man-Defense. Erster und 10 an der 25. Oh, Miss-Tackle. Gar nicht gut. Da haben wir direkt mal 11 Yards kassiert. Neues First Down. Da sahen wir nicht gut aus. Wir bleiben in der Man-to-Man-Defense. Erster und 10. Und der ist incomplete. Sehr gut. Jetzt haben wir direkt Druck drin beim zweiten und 10. Der Ball an der 36-Yard-Linie. Laufspiel der Contenders. Oh, wunderbarer Tackle von die Marcus Lawrence. Und wir haben einen dritten und 9. Haben also jetzt die Chance, diesen Drive hier mal direkt zu beenden. So, da geht noch ein Spieler in Motion. In K.O. Oh, doch, der Ball. Na, das ist ein Interception. Ich war mir nicht sicher, das ging gerade hin und her, der Ball war frei und Mills greift zu. Und damit ist der Drive beendet und wir müssten alle 5 Sterne geholt haben. 1, 2, 3, Nummer 4 und Nummer 5, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.